Hallo. Hallo, guten Morgen, Lucy. Ja, morgen. Wir haben uns schon mal gesehen, aber wir grüßen uns trotzdem immer wieder. Ja, ja. Also euch auch einen wunderschönen Tag heute. So wie es aussieht, werden wir den nämlich haben. Die Sonne scheint, es ist schon richtig angenehm warm. Aber nur in der Sonne. Ja klar, in der Sonne. Im Momo hat es heute früh 16,5 Grad gehabt. Ja, ja, und es gab leider wieder kein Frühstück im Freien, weil heute Morgen war der absolute Tiefpunkt bis jetzt 11 Grad. Ja. Aber jetzt scheint die Sonne und es wird auch zunehmend wärmer. Ja, also da muss man das, sagen wir mal, sehen. Ja. Wir sind nämlich in Luttenberg. Ja, auf dem Facanti-Park. Den Luttenberg, jawohl. Jawohl. Und den schauen wir uns jetzt an und erzähle euch ein bisschen, wie es hier aussieht. Und, oder? Und danach haben wir uns eine 50 Kilometer Tour vorgenommen. Also, jetzt bleibt ihr einfach dran und kommt mit. Jawohl. So, also hier am Campingplatz, das ist das Schöne. Da hat man auch wieder sein Abwasser da unten und sein Frischwasser, wie immer alles durchnummeriert. Und der Stromanschluss, der ist da etwas versteckt, aber wir haben immer ein 20 Meter Kabel dabei und somit ist das absolut in Ordnung, das langt ganz dicke, langt es aus. TV-Anschluss ist doch da vorne auch noch, oder? Wie war das? Ja, genau. Ist auch am Stromkasten ist doch der TV-Anschluss. Ja. Also empfiehlt sich das dann wieder ein Fernsehkabel mitzunehmen, oder? Sollte man in Holland dabei haben, ist halt immer so eine praktische Satellitenschüssel wie wir, dann geht es auch so. Ja, und außer man steht nicht unterm Baum. Wenn man richtig unterm Baum positioniert ist, wie wir es gestern waren. Ja. Also es gibt immer Möglichkeiten. Genau. Mhm. So, wunderschöne Wiese und die Leute sitzen außen. Camper lassen sich nicht abschrecken durch Kälte. Guten Morgen. So, Bungalows gibt es auch hier. Und hier haben wir ein Gebäude gibt es beim anderen auch. So, hier ist eine richtige kleine Wohnanlage und auch immer drin wieder mal Stellplätze. Und hier die kleine Siedlung mit Spielplatz nebendran. Hier ist der große Spielplatz. Ja, und hier ist der Wohnmobil-Entsorgungsstation. So was gefällt natürlich Dorsi. Ja, ist ja auch wirklich schön. Hast du diese Rosen gefilmt? Na klar, Ossi, wenn ich schon da stehe und du mich extra hinschickst. Ja, oh, weiß man bei dir nie. Hat es da Frösche oder irgendwas drin oder sind das nur die Goldfische, die sich jetzt alle versteckt haben natürlich? Ja, ja. So. Also man braucht nicht unbedingt mit eigenem Wohnwagen herkommen. Da ist alles zu mieten vorhanden. Und da ist die Entsorgungsstation, da fahren wir morgen noch her. So, da ist der Spielplatz. Kleines Fußballfeld. So, und hier kommen wir zum Eingangsbereich. Morgen. So, da ist der Eingangsbereich.
So, hier ist das Schwimmbad. Da wollen wir jetzt nicht reingehen, weil da Leute drinnen sind. Eine kleine Hüpfburg. So, was natürlich für Kinder schön ist, das sind diese Go-Karts hier, die man sich hier ausleihen kann. Sogar mit Beiwagen. Nicht schlecht. Ja, da haben wir den Eingangsbereich nochmal. Und das Schwimmbad. So, und jetzt nochmal zum Sanitärbereich. Ja, genau, den sollte man ja jetzt auch zeigen. Ganz kritisch nehmen wir den jetzt unter die Lupe. Oh, der Helle. Also hier ist Toilettenentsorgung, sieht sehr sauber und ordentlich aus. Da könnte sogar die Ursi entsorgen, wenn sie das wollte. Wenn sie das machen würde. Also alles nagelneu gemacht. Und hier haben wir sogar einen Kinderbereich. Ganz süß. Das ist echt süß, ja. Da sind die Duschen. Das ist das von der Kühlschrank. Ach, guck mal. Da kann man aufs Maikäferle. Und was ist denn da? Die Katze? Ich weiß nicht, wie die Katze rein. Ach. Schau mal. Und die Katze schaut zu. Ja, genau. Ist das süß? Ist das nicht süß? Ja, da haben sie sich was einfallen lassen. Ja. So, und da kann man dann weitergehen. Und ist hier der offene Duschbereich. Wird gerade sauber gemacht. Da sind wir jetzt bei den Damen. Da geht am besten die Ursi hinter. Ja. Nicht, dass ich eine Dame verschrecke. Gucken. Alles wunderbar sauber. Duschkabine. Prima. Kann man nicht meckern. Hier hinten die Wäsches. Privatkabinen. Das gleiche gibt es natürlich auch für die Herren. Hier. Das sind die Duschen. Familienduschen. Und Senioren, sogar Senioren-WC. Ursi macht einen sehr guten Eindruck, oder? Ja, und auf den WC hat man wenigstens Platz. Es gibt sogar Haltegriffe. Das ist das Senioren-WC. Ja, steht mal dran, aber ich denke, das ist für alle, nur halt speziell eingerichtet. Super. Ganz toll. Und jetzt kommt noch der Abwaschbereich. Das hier ist der Abwaschbereich. Auch für Gemüse. Also ich weiß nicht, wie viele Sterne der Campingplatz hat. Es ist mal nichts angegeben. Aber wenn er 5 hat, dann verdient er einen 6. allein für diesen Kinderbereich. Das ist so süß. Also, das ist ganz, ganz toll gemacht. Ja, also da kriegt es von uns auf jeden Fall einen Daumen hoch.
ganz toll. Auf der Anlage gibt es zwei Sanitärgebäude. Das eine war das ganz moderne. Ja, ist recht neu mit der wunderschönen Kinderabteilung. Und das ist das ältere hier. Und da gibt es dann die Waschmaschinen und auch den Spülbereich. Ja, sogar ein Bügelbrett gibt es da. Jawohl. Ja, auch alles einwandfrei. Nichts zu meckern. Wunderschön. Und warm ist es jetzt auch. Und weil es so schön ist, deswegen machen wir jetzt eine Fahrradtour. Ja, genau. Und schau, hier steht. Lüttenberg, die Perle vom Saarland. Wir sind hier nämlich im Saarland, also so nennt sich diese Region hier. Warte mal, machen wir mal gerade. Jawohl, hier eben. Und hier soll die Perle dabei sein. Du das? Ich glaube, ich würde nicht gemeint. So, hier sind wir im Eingangsbereich vom Camping Lüttenberg. Die Ussi kämpft gerade mit ihrem Fahrrad, weil das jetzt so richtig stehen bleiben will. Ja, es ist etwas abschüssig hier. Ja. Man sieht hier auch Hunde willkommen. Eine Hundepaar ist auch da. Und Hühner sind auch da. Ja, und Enten. Tiere nicht föhren, das heißt wahrscheinlich Tiere nicht füttern. Oh, Gänsle. Hallihallo. Hallihallo, Hallöchen. Schau da hinten. Na, hinten ist eine Tennisanlage. Ah, Tennis ist auch hier. Ja. Und ein Häschen. Minigolf hat's hier auch. Und Minigolf ist auch da, sagt die Ursi. Schmeckt echt lecker. Sie hatte zwei Salate und ich hatte zwei mit Pommes. Helle mag einfach kein gesundes Essen. Ich will es nur der Ussi überlassen. So kann man es auch sagen. Da war das ja so lecker. Sieht nach einem richtig guten Espresso aus. Und der Ussi, ja, Eisbecher. Das sieht nach einem richtig guten Früchtesorbet aus. Und? Ja, wir sind zum Essen eingeladen gewesen von der Firma Oberling. Da bedanken wir uns dafür. Es hat uns geschmeckt. Wir hoffen, wir können mit einem schönen Video uns revanchieren. Das ist jetzt der Abschluss von diesem Campingplatz der Lüttenberg, gell? Vom Campingplatz der Lüttenberg, ja. Und wir genießen das jetzt einfach noch. Mhm. Das genießen wir ganz alleinig. Ohne unsere Zuschauer. Die schauen doch dazu. Nicht mehr. Nicht mehr lang, weil wir sagen jetzt nämlich einfach Tschüss. Genau, also das waren die Tage, oder ja, zwei Tage in Lüttenberg. Jetzt geht es dann weiter zum nächsten Campingplatz, da melden wir uns wieder. Da bleiben wir dann drei Tage. Und uns hat es hier gut gefallen. Die Gegend ist wunderschön, also allein die Kanäle und alles, das ist so super. Ja, also es bietet sich auch richtig an, auch für Familien mit Kindern. Ja. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, was man unternehmen kann. Der Campingplatz ist sehr sauber und wir haben mir das in der Bereich gezeigt, also da tadellos alles, ist alles ordentlich und uns gefällt Holland sehr, sehr gut. Also ja, nicht nur Holland, sondern jetzt speziell auch dieser Campingplatz natürlich. Ja, ja, natürlich und gehört jetzt zu Holland dazu. Ja. Ja. Und das ist ja unser Aufenthalt, also ist sauber hier, ist ein toller Campingplatz mit vielen Freizeitmöglichkeiten, auch für die Kinder. Und man kann vor allen Dingen auch schöne Ausflüge machen. So, jetzt haben wir genug gelobt, jetzt können wir Schluss machen. Genau, ich genieße jetzt noch mein Eis und sage deshalb Totsis. Totsis, ja, also auf Wiedersehen heißt es.
Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch immer einen Daumen hoch geben. Ja. Mhm. Ist besser als runter. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und wir melden uns beim nächsten. Und es würde uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Genau. Ciao. Tschüss. So, was wir gerade noch entdeckt haben, das ist hier ein Schwimmbecken, ein richtiges Außenschwimmbecken. Also für die warme Zeit ist er gerüsteter Platz. Und ein Kinderbecken mit 30 cm Tiefe gibt es auch noch. Und was vielleicht einmal für uns auch interessant wird, das ist ein Buhlplatz. Ja, den gibt es hier draußen. Ja, zeigen auch, wenn wir jetzt dann zurückfahren zum Küstl. Ja. Jetzt aber endgültig. Ja, haben wir jetzt noch ganz schnell entdeckt, dass da ja nochmal ein Schwimmbereich ist. Ja, haben wir vorher gar nicht gesehen, gab vor lauter Kinderspielplatz. Wir sind schon ein paar Mal dran vorbei und jetzt haben wir es gesehen. Und dann wollten wir euch das natürlich jetzt auch nochmal zeigen. Und ja, ich glaube, sonst haben wir eigentlich alles soweit gesagt. Wenn wir was vergessen haben, dann fahrt ihr selber her und schaut's nach. Genau. Und dann schreibt ihr uns einen Kommentar, dass wir was vergessen haben. Ja, genau so machen wir das jetzt. Also, macht's gut, wir melden uns wieder und gute Zeit euch. Bis dahin. Also, jetzt wirklich. Bis dann. Tschüss. Ciao.